Ich glaube, wir sollten da nicht rein. Was ist denn das hier? Oh, okay. Ich werde mich gleich mal in Gefahr begeben und wahrscheinlich sterben. Nee, nicht deswegen. Ich bin einfach nur neugierig. Hab gespeichert. Wo eins Risiko. Ich hätte schwören können, ich habe da einen Alp gesehen. Das sind riesige Elex-Bohrer hier, oder? Wenn ich das richtig sehe. Und da oben würde ich auch gerne drauf auf die Plattform. Auf einmal so still. Ah, jetzt. Was ist das Blaue da hinten? Hier ist gar kein... Ich dachte hier... Jetzt irgendwas Rotes da unten. Ich hätte schwören können, ich habe hier einen Alp gesehen, aber irgendwie... So, hier wird es ein bisschen schneiger. Oder es wird dunkler, ich bin mir unsicher. Ja, ich glaube, es wird Nacht. Aber der Schnee wird nicht dunkel, der bleibt zu hell. Okay. Finde ich aber irgendwie schön. Sieht schön aus. Ja, das sieht aus wie eine Elex-Bohrung. Ein Laser. Wenn ich jetzt speichere und da unten reinspringe, bin ich dann tot. Ich werde hier auf dich warten. Ja, okay. Die Antwort ist offenbar ja. Ich komme gar nicht erst nah genug ran. Entschuldigung. War ich wieder zu vorschnell? Also bis jetzt, warum ist das Ding halt null bewacht? Das scheint doch hier immer noch aktiv zu sein. Ohne Schlüssel wird das nichts. Natürlich. Ich finde es irgendwie schön, dass die Bäume ja total verschneit sind und der dann gleich wieder komplett grün. Finde ich irgendwie schön, dass da nicht einfach so ein Barrier gibt mit grau oder braunen Bäumen oder so. Ja, finde ich irgendwie schön. Plötzlich bing, grün. Oh, habe ich mich erschrocken. Bin ich hier irgendwo reingestolpert, wo wir später erst hinkommen? Es kommt mir beinahe so vor. Ich schaue mal auf der Karte. Nee, ist das die Bastion? Nee, das ist die Bastion, ne? Das müsste die sein. Das hier ist irgend so ein kleiner Vorposten. Wenn überhaupt. Da brauche ich mir mal gar nichts einbilden. Oh, schön hier heiße Quellen. Oh. Ein Träumchen. Und Gold gibt's hier auch noch. Heiße Quellen und Gold. Und Energieriegel und kleiner Heiltrank. Mann, Mann, Mann. Und Geld. Das ist genau meine Art von Urlaub. Wasser ist leider leer. Service lässt zu wünschen übrig. Was ist das hier? Abmontieren als Waffe benutzt. Ist ein Schild, okay. Gut, dann haben wir das auch mal gesehen hier. Ich meine, ist doch schön. Ist auch ein bisschen zugewuchert hier. Das heißt, ist wahrscheinlich gewollt, dass hier keine Wachen sind. Wir kommen später wieder mit einer Quest, wie es aussieht. Aber wir haben immer noch keinen Teleporter gefunden. Das macht mich fertig. Piranha Bytes, das macht mich fertig. Wieso gibt's denn hier nirgends Teleporter? Boah, gruselig. Deine Mutter ist gruselig. Das ist die wirklich, ihre Mutter war ein Ghoul. So. Metallschrott.
Oh, hey. XP auf Beinen. Ach so, klar, so geht's auch. Der ist doch eh schon tot. So. Haben wir Tennis mit dem gespielt. Oh, da hinten kämpfen noch welche. Okay, cool, dann schnappen wir uns den mal. Sein Kumpel hat noch genug zu tun. Oder war ich wieder zu übermütig? Das machst du nicht ungestraft. So, da hat sie recht. Ungestraft war das nicht. Da ist jetzt einer tot. Und der Eisgockel lebt noch. Waren das nicht drei gerade? Kristallratte. Oh, das war das. Wo ist ein Eisgockel? Ach, da. Erstmal rankommen lassen. Oh, scheiß Timing. Scheiß Timing! Oh. Heieieiei. Der hat mich auch immer sehr ungünstig erwischt. Wir bräuchten einen Schlag von oben. Geht das? Achso, warte. Geht aber nicht, ne? Ne, geht nicht. Oder vielleicht noch nicht. Achso. Ich glaube, mit dem Schlag von oben wäre wirklich viel gewonnen. Aber meiner Vermutung nach, wenn du nach oben fliegst und zuschlägst, 100% der Jetpack leer. Sonst wäre das zu ob. Sonst wird man, glaube ich, ständig nur hochfliegen, schlagen. Hochfliegen, schlagen. Zwei. Ich kümmere mal drei Fleisch. Den da unten würde ich gerne noch mitnehmen. Da hinten ist noch einer. Für die XP. Ne, das ist alles nur für die XP. Wir sammeln fröhlich vor uns hin. Und hier muss ich nochmal, da muss ich mich wieder noch reinfuchsen. Das ist wieder zu lange her. Ich werde mal gucken, was... Oh nein, das war gut. Ich werde mal gucken, was wir da am besten machen. Und ich muss unbedingt mal wieder was kochen. Get up! Mist! Wieder. Das war wieder zu schnell. Was war das denn? Wieder Wurstfinger gehabt. Nochmal schön Pfeil hinterher, damit er auch weiß, dass er tot ist. Oh nein, mein Mauskabel. Mauskabel hakt gerade.
Ist nicht gut. Sehr heiß hier. Da liegt aber was, das nehme ich mit. Na, hallo. Achtung! Das ist aber sehr ungünstig. Gerade den Feuerball auf mich geschossen? Ich glaub's ja nicht. So, was haben wir denn hier? Ring der Beständigkeit. Alter, sag mal. Komischer Alu-Mauspad gerade wieder. Das war gar nicht das Mauskabel, das war das Alu-Mauspad. Und da steht was drauf und das wackelt die ganze Zeit. So, da sollte eigentlich auch nichts draufstehen, aber naja. So ist's halt gerade. Ja, das weiß ich auch zu schätzen. Das finde ich auch so gut an dir. Ich habe gerade einen Heiltrank konsumiert. Da kam das Ding. Okay. Aber weißt du was? Ich will eh seit Ewigkeiten wieder zurück. Nach Hause. Wow, das war knapp. Gefährliche Gegend. Ja. Guck mal, da war Elektroschrott da. Ich wollte eh eigentlich schon längst... Oh, da liegt wieder was. Ich will die ganze Zeit nach Hause und dann sind noch ein paar Gegner und da liegt ja noch irgendwas und da ist dann noch irgendwas und so machen die das. So machen die das. So locken die einen in diesen Sündenfuhl aus Spielspaß. Ekelhaft. Da ist halt immer noch irgendwas und ich kann... Und ich bin einfach so die Person, ich kann da nicht aufhören. Oha. Ach, Metallschrott. Ich dachte, der hat eine Knarre. Und alles wieder, sieht wieder interessant aus. Und da hinten müssen wir nochmal hin. Und da müssen wir nochmal gucken. Nur mal ganz kurz eben, schnell. Und schon wieder sind 3 Stunden rum. Ja, natürlich wieder Monster. Ach komm, scheiße. Was ist das da hinten? Waren wir da schon? Ich wünschte, ich könnte gucken, wissen, in welche Richtung ich gucke. Sagt er mir ja nie. Es wird Zeit. Es wird einfach Zeit. Ich nehme das als Indikator. Ich bin nicht mehr konzentriert. Es ist auch schon 4:30 Uhr morgens gerade. Und ich nehme die Folgen auf, damit es keine Pause gibt. Und ich muss das nächste Mal einfach gucken. Ich reise jetzt mal zurück zum Hort. Burgruine West Ignadon. Oder hier zum... Ja doch, da. Genau, zum Hort. Ich reise mal zurück. Ich hätte wahnsinnig gern einen Wegpunkt unterwegs gefunden, den wir aufgedeckt hätten. Aber leider... Wahrscheinlich war ich in der Nähe und habe ihn wieder nicht gesehen. Es kann natürlich sein. Da würde ich erstmal ganz kurz eine Aufnahmepause machen. Diesmal aber nicht ganz so lange wie das letzte Mal. Also hoffentlich, ne, ohne Hochwasser, ohne dass hier irgendwas abbrennt oder sonst was. Toi, toi, toi. Ich glaube auf Holz.
Und dann sehen wir uns hoffentlich relativ frisch wieder in der nächsten Aufnahme. Jetzt nämlich 16:30 und ich werde das hier erstmal ganz schnell schneiden, damit keine Folge ausfällt. Und, aber ansonsten hat alles eigentlich ganz gut geklappt. Ich bin sehr happy. Die Dinger müssen wir auch noch kaputt schlagen, ne? Aber das sind aber leider mehrere. Da muss ich halt wirklich noch ein bisschen üben. Der hier, Kampfkoloss der Kläre. Achso, den schlage ich mal nicht kaputt. Aber da hinten sind noch die komischen kaputten, die wir halt noch holen müssen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns nächste Folge wieder. Nächste Aufnahme wieder. Grüß mein Zukunftsgronk und ich hoffe, ich kann mir das mit dem Kämpfen beibehalten. Das hat diesmal wesentlich besser geklappt als sonst, glaube ich. Oder wesentlich schneller. Das mit dem Jetpack scheint gut zu funktionieren. Ich hoffe, ich mache es richtig. Ja, ich habe keine Anladung geguckt oder sonst irgendwas. Ach, guck mal, hier sieht man ja auch die Zeche von hier aus. Da hinten waren wir. Sieht von hier so winzig aus, aber ist schon riesengroß. Interessant. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme. Ne, bis, ja, Horrido. Vielen Dank fürs Zuschauen an alle, die noch da sind. Tschö. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahme von Elex Miloch am Orsch. So, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Sieht man es? Ja, ne? Also, ich müsste jetzt den Nebel wieder aktiviert haben. Ich hoffe... Huch, wo kommt denn er wieder her? Oh. Haben wir Respawns oder habe ich den nicht mitgenommen? Den Kollegen da hinten. Also, wir müssen Nebel wieder aktiviert haben. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ich hoffe, es sieht trotzdem gut aus. Oder vielleicht sogar besser als vorher. Man weiß es nicht genau. So, ich gehe mal ganz kurz eben wieder ein paar XP sammeln. Aber danach, ich würde heute wahnsinnig gerne in der Aufnahme ein paar Quests machen. Immer noch ein bisschen üben. Es klappt inzwischen einigermaßen besser, aber ich muss das immer noch ein bisschen üben. Und vor allen Dingen muss ich lernen, das ist ganz wichtig, bei Kämpfen einfach mal die Fresse zu halten. Ich glaube, das tut mir ganz gut und tut das den Kämpfen ganz gut. Hat man den umgebracht? Haben einfach alle Viecher respawned wieder? Hab ich einen falschen Spielstand geladen? Nein, ich glaube nicht, aber haben alle Viecher respawned? Das wäre natürlich... Also... Wäre im Grunde genommen ein bisschen bitter. Aber eigentlich wäre es ein bisschen besser. Das würde nämlich heißen, dass die gesamten XP respawned haben. Das Problem ist aber, dass die Items nicht respawnen. Das ist dann immer ein bisschen doof. Hier. Wer greift denn hier an? Ah. Von irgendwo da unten. Was ist denn los, Kollege? Hm? Ich glaube, der ist da unten und kommt nicht durch. Vor allem, wie kommt der hierher? Jetzt kommt er gleich durch. Liebe findet immer einen Weg, Leute. Oh, der kommt da nicht weiter. Kann der spucken? Da hinten ist auch wieder ein Vogel, wie ich gesehen habe. Und da ist auch wieder ein Kollege da hinten. Offenbar haben wir Respawns. Oh. Achtung! Ach, der ist schon down. Alles klar, cool. So. Ja, wir haben offenbar wieder eine Runde Respawns. Ich will jetzt aber nicht nur die ganzen Folgen mit Kämpfen verbringen. Ich meine, ich bin dankbar für die Erfahrung. X-Punkte.
Aber wenn die eh ständig respawnen, da ist aber nur einer respawnt, nicht alle drei. Na gut, und hier hat irgendwie einer respawnt. Und da unten und da und überall. Okay. Das ist also ein Ding. Das funktioniert scheinbar ganz gut mit den Respawns. Aber was ich lieber machen würde. Hier. Hauptmission. Oh Gott, ich... Das habe ich jetzt ein bisschen außen vor gelassen und vor allen Dingen nach der langen Pause. Waldputz, Alps sind eine permanente Bedrohung. Sogar in Edan haben sich breit gemacht. Geschwächter Alp. Die geschwächten Alps waren, glaube ich, die, die wir schützen wollten eigentlich, ne? War das... Oder waren das andere? Ich weiß es gar nicht mehr. Abessa, Ignadon. Feuerland, Ignadon, Abessa. Wir wollten erstmal Edan machen, ne? Da bleibt aber nur noch der Waldputz und das wollte ich auslassen, glaube ich. Was denn mit Crony? Wartungsprotokoll. Ich sollte ihm folgen. So, mal gucken, wo der Crony jetzt steckt. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Da, da. Wieso ist denn da hin? Okay, wandernder Händler, Relikt. Gut, dann düsen wir mal. Wir düsen mal zu Crony, ja? Dann haben wir den halt auch mal wieder vielleicht. So. Dann machen wir hoffentlich mal ein paar Quests, dann kommen wir da auch mal ein bisschen weiter. Und das mit dem Nebel, ja, sieht ehrlich gesagt gar nicht so schlimm aus, wie ich dachte. Das hier sollte eigentlich schon der reduzierte Nebel sein. Was das früher wohl mal war? Nein, das kann ich nicht glauben. Das hier ist schon der reduzierte Nebel. Ach, ihre Quest haben wir ja auch noch, ne? Vielleicht kann ich das jetzt mit dem geilen Jetpack kämpfen. Vielleicht kriege ich das besser hin. Müssen wir mal gucken. Und vor allen Dingen eine Sache. Ich weiß noch nicht genau, ich habe noch nie eine benutzt, aber ich will mal kurz gucken, Drohnenkontrolle machen wir noch. Zaubersprüche haben wir auch noch. Und mit den Elix-Tränken wollte ich noch mal gucken, wo die sind. Splitterrakete, gut gegen Gegnergruppen. Ich kann doch keine Rakete einfach so irgendwo hinwerfen. Das geht ja nicht. Ich brauche dafür irgendeinen Launcher, ne? Nehme ich mal an. Also ich habe jetzt nicht so viel, ich habe nicht so viel Wumms im Arm, dass ich eine Rakete so schnell werfe, einfach irgendwo hin. Munition, 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 Sprengrichter, Zackenspeer, Plasmazelle, Bolzen, Energiezelle, hier ist es nicht. Das ist nur Munition. Handgranate. Wird geworfen und tut weh. Würde ich mir gerne auf einen Quickshot legen. Wir haben nicht viele. Der Schmelzofen, ach, schweres Ding. Hier ist der Todesstrahl, den wir gestern... Oh, den können wir sogar benutzen. Oder können wir? Nein. Setzerbogen ist jetzt das Einzige. Lasergewehr. Geschicklichkeit. Ich glaube, also ich will keinen Fernkampf machen, aber wir brauchen, glaube ich, eh Geschicklichkeit, oder? Ja, Geschicklichkeit sollten wir auf jeden Fall... Ohne Geschicklichkeit ist alles nichts. Schwerter Ankunft, Schaden 50. Wir haben momentan was? Die Axt. Schaden 32. Oh, 50 Schaden wäre halt schon... Das wäre halt schon der Hit. Oder hier, 40. 10 Stärke. Der Bekehrer. 50. Stärke und Konsti. Keule, Stärke. Das braucht alles Stärke. Hier Geschicklichkeit. 41 plus 9 Schaden. Wären 50 Schaden. Plus 10% Nahkampfwaffen. Braucht aber 60 Geschicklichkeit. Ein besonders magisches Schwert. Sein Gift tötet leise und schmerzhaft. Und hier bräuchte man auch mehr Geschicklichkeit. Schwert der Ankunft. 50 plus 18 Schaden. Ohoho. Und ist vor allen Dingen einhändig, nicht zweihändig. Die Zweihänder, was haben die? 70 plus 38 Schaden! Da ich den Schild ja eh nie benutze, weil ich irgendwie zu dumm bin. Elis Waffe. Ja, das sieht alles sehr lecker aus. Das sieht alles sehr, sehr lecker aus. Aber das braucht Stärke und Konsti. Oh, leck mich doch am Arsch. Hier Stärke und Geschicklichkeit, hier Stärke und... Oh, das ist doch zum Kotzen. Schadenstyp Feuer, plus 10% Schaden. Plus 10% werden 110, 111.
Da ist die aber schon leckerer. Hier ist auch nochmal plus 10. Okay, die ist... Elis Waffe ist auf jeden Fall lecker. Die hat 75 plus 43. Ich guck mal kurz. Ich gehe jetzt mal rein nach Schadenswerten. 106 beim Todesstrahl. Auch sehr lecker. Bräuchte Geschicklichkeit und Stärke. Geschicklichkeit. Elis Waffe halt nochmal besser. Aber ich glaube, ich würde auf den Feuer-Zweihänder gehen. Kocht Spiegeleier in 3 Sekunden. Schön. Wenn ich auf den Feuer-Zweihänder gehen würde, könnte ich auch gleichzeitig noch den Todesstrahl benutzen. 59, 83. 63, 52. Naja. Also im Optimalfall. Das heißt, ich hätte Kurzstrecke, Langstrecke. Das wäre natürlich... Ach, das ist der Dream. Das ist der Dream, Leute. Das ist der Dream. Ach so. Ah ja, ich wollte Crony holen. Entschuldigung, ich war gerade wieder so ein bisschen am Träumen. Ploppen die Bäume jetzt später auf? Oder kam mir das gerade nur so vor? Ja, die Gegend hier kommt mir ja seltsam bekannt vor. Ja. Die Gegend kommt mir zu Recht seltsam bekannt vor. Nein. Drei. Ach, drei waren das. Ich sollte das mal lernen. Okay, ich würde die wahnsinnig gerne pullen, aber das klappt, glaube ich, nicht, ne? Oh, der ist schon down? Hä? Ja, okay. Das hat letztes Mal besser geklappt, aber irgendwie der schwerfällige Wühler... Ah ne, die schwerfälligen Wühler sind die Imba-Wühler, ne? Okay. Ich wollte es halt mal probieren, aber ich glaube, da gehe ich lieber von oben ran, wie letztes Mal. Wir wollten ja eigentlich wen anders holen. Und da ist immer noch die Sache offen von dem Typen, der dann einfach da oben zum Haus gerannt ist. Falls ihr euch erinnert, da hinten sind noch die Alps. Hier ist der fliegende Rasen, ja. Sehr bedrohlich. Da ist das Haus, das benannte. Ihre Quest machen wir auch noch. Hatte gerade aber auch einen richtig beschissenen Start. Und dann ging es richtig beschissen weiter. Das sind zwei hier, ne? Zwei Alps. Und da geht's zum Haus. Es sind erstmal zwei Alps. Ich probiere das mal. Auch wenn ich sterbe. Oh, warte mal. Es sind erstmal zwei Alps. Was rede ich denn da? Na los, gib mir einen Status. Alpsoldat, ja. Theoretisch können die uns hier nicht sehen, aber in der Praxis sieht es wahrscheinlich gleich anders aus. Wahrscheinlich werden wir gleich von drei Alps angegriffen. Die laufen hier also Patrouille. Hallo? Alp-Patrouille? Hä? Wo sind die hin? Hä, die sind aber weg? Ist das eine Illusion? Ach, die gehen gleich wieder zurück. Okay, cool. Gespeichert haben... Jetzt sind die weg. Nee, einer steht da hinterm Schild. Und der andere wahrscheinlich da hinterm Schild. Wenn ich von der Seite komme, greift mich mit Glück nur einer an. Nein. Ich muss den Bogen mal auf die drei legen. Das verwirrt mich die ganze Zeit.
So, ich will's mal probieren. Just for funsies. Okay, wir könnten so auch ins Haus, aber natürlich würde ich den gerne. Der absolut. Okay, der hat einen Schädel. Kann sein, dass wir gleich sterben. Aber wir haben es probiert. Der wird auch schießen. Ich bin da. Oh, zwei greifen an. Oh. Oh, okay. Ausdauer lädt nicht mehr auf. Ja, kannst du. Nee, ich mach denen auch keinen Schaden. Die sind ein bisschen kritischer als die Alpsoldaten, gegen die wir mal gekämpft haben. Das Problem ist, Cronies irgendwo da in der Richtung, ne? Sehe ich das richtig? Ja, cool.